Ich bin Sebastian Sich, ich bin bei der WAD im Cloud-Bereich unterwegs. Ich bin Tobias und ich arbeite als Data Scientist bei der WAD. Wir bauen heute einen Kubernetes-Operator, der unsere Daten der WAD sichern soll. Und da wir in der Cloud Software betreiben, wollen wir das auch direkt in der Cloud ausführen, dass also aus den verschiedenen Quellen die Daten gezogen werden und dann auch zentral gesichert werden können. Wir benutzen dafür ein Framework, das nennt sich CubeBuilder. Das benutzt die Sprache Go, also ist eine relativ neue Sprache und mit der lassen sich solche Operator mit super wenig Aufwand entwickeln. Also wir sind jetzt seit ungefähr 4-5 Stunden dabei und wir haben schon ganz coole Ergebnisse zum Vorzeigen. Also die Idee ist, dass wir quasi SaaS-Dienste, die wir in der WAD so einsetzen, also zum Beispiel so ein GitHub, da eben die Daten von sichern. Wir versuchen hier so agil wie möglich zu arbeiten, das heißt, das meiste planen wir im Laufe des Tages und schauen, wo wir hinkommen und wir wollten hier auch gezielt nicht die Architektur geplant haben, bevor wir herkommen, sondern das soll ja auch im Rahmen des Ship-It Days passieren und das gehört also immer wieder dazu, dass wir die Architektur fortlaufend hier planen. Dafür haben wir uns im Team ein bisschen aufgeteilt. Es gibt eine Gruppe, die baut den Backup-Job, der quasi von der GitHub-API die Sachen runterlädt. Und eine andere Gruppe baut eben den Operator, der nachher die ganze Koordination übernimmt, dass das Backup eben auch tatsächlich durchgeführt wird und sicher irgendwo abgelegt wird. Uns ist das ja wichtig, dass wir beim Ship-It Day nicht nur Software entwickeln, sondern dass wir auch uns an Best Practices versuchen und dementsprechend sind wir gerade dabei, Testing umzusetzen. Also wir wollen getestete Software machen und Tests zu schreiben ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Gerade wenn wir Software auf Kubernetes-Basis schreiben, dann ist das in einem großen, komplexen Environment inbegriffen und dieses Environment ist natürlich gar nicht so ganz einfach nachzustellen und da sind wir gerade an diesem Problem dran, eben die Software gegen ein simuliertes Environment laufen zu lassen. Hoffentlich genau das, dass das GitHub-Repo gesichert wird und in einem S3-Bucket in der Google Cloud landet. Hey, die Idee von den Projekten hier am Ship-It Day ist natürlich irgendwie auch, dass sie weiterleben den Rest des Jahres. Von daher hoffe ich oder bin ich eigentlich sicher, dass ihr auch eine Gruppe von interessierten Menschen heute findet, die Spaß dran haben, das weiter zu verfolgen und ja, das vielleicht auch als Produkt auf den Markt zu bringen.